Herzlich willkommen zu dem fünften Video unserer Discord-Bot-Reihe. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Level-System programmieren könnt. Wir machen das Ganze mit MySQL, also Datenbanken. Da das Ganze ein bisschen umfangreicher ist, wird es zwei Parts davon geben. Wir fangen als erstes mal wieder damit an, eine neue Library zu installieren. Wir brauchen einmal den mysql.connector. Hier ist wichtig, bitte nicht MySQL importen, sondern wirklich den MySQL-Connector. Sonst wird das nicht funktionieren. Wir brauchen als nächstes hier unten ein neues Event. Das machen wir mit @client.event. Die Klammern können wir wieder löschen, die brauchen wir nicht. Dann async dev, und da wir heute bei jeder Nachricht Level hinzufügen wollen, schreiben wir hier einmal on-message. Und hier brauchen wir dann das Message-Objekt. Machen hier einen Doppelpunkt. Als nächstes müssen wir erstmal gucken, Bots sollen keine Level bekommen. Deswegen müssen wir das erstmal ausschließen. If message.author, das ist der User, der diese Message geschrieben hat, .bot. Wenn das der Fall sein sollte, wenn das ein Bot ist, dann schreiben wir hier einfach return, und alles, was hier drunter kommt, wird nicht mehr ausgeführt. Ich habe jetzt hier auf meinem Computer schon mal eine Testdatenbank aufgesetzt. Wir haben hier einmal die User-ID, dort werden wir später die Discord-ID eintragen, dann hier unten XP und Level. Wichtig, die User-ID ist unser Primary Key. Das sieht nämlich dann hier so aus. Als nächstes müssen wir uns erstmal mit unserer Datenbank verbinden. Wir schreiben hier Datenbank, das ist einfach eine neue Variable, die könnt ihr nennen, wie ihr wollt. mysql.connector.connect. Hier machen wir jetzt Klammern hin und schreiben jetzt hier Folgendes rein. Wir brauchen einmal unseren Host, das ist in meinem Fall einfach localhost. Dann brauchen wir unseren Benutzernamen mit User, ist gleich, in meinem Fall ist das jetzt root. Und unser Passwort, ich habe mir das Passwort schon wieder in meiner .env-Datei gespeichert, deswegen kann ich das hier, Password ist gleich os.environ und hier dann den Namen. Bei mir heißt es jetzt Passwort einfach. Das sind einfach die Zugangsdaten, mit dem sich dein Bot mit deiner Datenbank verbinden kann. Wir brauchen aber als nächstes noch einen Cursor. Den brauchen wir jetzt gleich öfter. Ein Cursor ist sozusagen das Objekt, das irgendwas in deiner Datenbank ausführt. Entweder irgendwas selected, irgendwas updated oder irgendwas einfügt. Das machen wir einfach mit Cursor ist gleich, das ist unsere Variable. Dann brauchen wir unsere Verbindung hier, die Datenbank, .cursor. Und brauchen hier in die Klammern noch einmal buffered ist gleich true. Das buffered ist gleich true. Ohne das gibt es manchmal Fehlermeldungen, da es manchmal zu langsam lädt oder so, aber durch buffered ist gleich true wird das nicht mehr passieren. Als nächstes müssen wir erstmal gucken, ob der User in unserer Datenbank schon mal registriert worden ist. Dazu brauchen wir einmal einen MySQL-Befehl. Wir schreiben hier cursor.execute. Und hier brauchen wir jetzt unseren MySQL-Befehl. Wir schreiben hier einmal in Anführungszeichen select
damit können wir irgendwas auswählen. Brauchen hier unsere User-ID. From, das ist jetzt unser Datenbankname, beziehungsweise unser Tabellenname. Bei mir heißt es jetzt einfach mchost.level. Das heißt bei euch anders, dann müsst ihr einfach gucken. Und dann müssen wir gucken, ob dieser User schon mal, also beziehungsweise ob der schon mal gefunden werden kann. Dazu schreiben wir hier where, das ist wie eine if-Bedingung. Und User-ID ist gleich, machen wir hier eine geschweifte Klammer und schreiben hier message.author.id. Hier wird geguckt, kann er irgendeinen Eintrag mit dieser ID finden. Da gucken wir jetzt, wenn er dies nicht kann, da schreiben wir hier if cursor.fetch1. Dadurch wird versucht, irgendein Objekt daraus oder irgendeinen Wert zu bekommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, schreiben wir also is none, dann kann er nicht gefunden werden. Und jetzt müssen wir ihn natürlich in die Datenbank eintragen. Wir können hier erstmal wieder unseren Cursor schließen mit cursor.close und einen neuen öffnen. Dadurch, wir können uns das hier jetzt einfach kopieren. Das brauchen wir öfter. Nun brauchen wir wieder einen MySQL-Befehl. Wir schreiben hier cursor.execute und wieder in die Anführungszeichen insert. Damit können wir irgendwas eintragen in unsere Datenbank. Into. Jetzt brauchen wir wieder unseren Datenbanknamen bzw. unseren Tabellennamen. mchost.level bei mir wieder. Und nun müssen wir jetzt sagen, was eingetragen werden soll. Dazu machen wir hier eine Klammer auf. Und jetzt gucken wir mal. Wir brauchen hier einmal unsere User-ID, XP und Level. Die sollen eingetragen werden. Dadurch schreiben wir jetzt hier User-ID, XP, Level. Und dann hier Values. Jetzt weiß dein Bot, er soll die nachfolgenden Values hier eintragen. Wir haben hier einmal in Klammern wieder eine geschweifte Klammer auf für eine Variable. Wir brauchen hier message.author.id. Das wird bei der User-ID eingetragen. Mit einem Komma können wir den nächsten Wert angeben. XP sagen wir einfach mal 0. Und Level, Standard-Level, wird bei mir einfach mal 1. Ihr könnt das ändern, wie ihr wollt. Und mach meine Klammer wieder zu. Dann haben wir das auch schon geschafft. Wenn jetzt hier drin nichts ist, wird hier automatisch der User eingetragen, damit wir ihn im System registriert haben sozusagen. Damit das Ganze auch gespeichert wird, müssen wir einmal Datenbank.commit machen. Dadurch wird das Ganze gespeichert. Und cursor.close. Nachdem wir das schon mal haben, können wir nun weitermachen. Wir nehmen hier einmal unseren Cursor wieder, kopieren uns den und fügen ihn hier ein. Als nächstes wollen wir erstmal gucken, wie viel XP der User gerade hat. Dazu schreiben wir hier wieder cursor.execute, führen also einen neuen MySQL-Befehl aus. Und hier schreiben wir dann select XP from, brauchen wir wieder unseren Tabellennamen, mchost.level. Und nun geben wir noch an, wo er danach suchen soll, beziehungsweise mit welcher Condition. Wenn wir das jetzt hier ohne das where eingeben würden, würde er uns alle XP Einträge einfach ausgeben von jedem User, wenn wir hier schon welche hätten. Dazu geben wir nämlich hier dann where user-ID ist gleich und schreiben hier wieder unsere message.author.id.
Match.id rein. Da wir jetzt nur den Wert haben wollen, normalerweise wird das Ganze mit Klammern ausgegeben, da ja manchmal auch mehrere Werte ausgegeben werden können. In unserem Fall jetzt nicht mehr, aber das weiß ja die Datenbank nicht. Deswegen schreiben wir for x in cursor.fetchAll. Damit bekommen wir alle Werte. Da wir natürlich immer nur einen kriegen, wird das Ganze hier unten auch nur einmal ausgeführt. Und hier schreiben wir einfach rein, ich nehme jetzt mal eine neue Variable, die nenne ich einfach mal oldXP ist gleich x und dann unseren ersten Wert davon mit den eckigen Klammern und 0. Damit kriegen wir den ersten Wert. Als nächstes müssen wir unseren neuen XP-Wert angeben. Ich nenne es einfach mal newXP ist gleich. Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Länge der Message, beziehungsweise wie viele Zahlen und Ziffern sie hat und Buchstaben. Das machen wir mit message.content und machen hier Klammern rum, damit wir vorne die Länge mit len benutzen können. Und wir müssen natürlich noch unsere alten XP dazu rechnen. Plus oldXP. Als nächstes müssen wir den User in der Datenbank auch updaten. Das machen wir wieder mit einem MySQL-Befehl. Wir kopieren uns hier wieder den Cursor und schreiben hier cursor.execute. Ganz wichtig, ihr braucht immer hier dieses F davor, damit eure Variablen auch erkannt werden. Wir schreiben hier update. Damit könnt ihr Werte verändern in einer MySQL-Datenbank. Dann müssen wir hier angeben, welche Datenbank bzw. welche Tabelle wir verändern wollen. Das ist meine mchost.level-Tabelle. Dann hier einmal set. Und hier wollen wir unsere XP verändern. Dazu schreiben wir hier set XP. Ist gleich, geschweifte Klammer auf und dann new XP. Das haben wir hier oben schon definiert. Da wir natürlich jetzt nicht für jeden User die gleiche XP-Zahl haben wollen, müssen wir hier noch angeben, bei welchem User. Deswegen where user-id ist gleich message.author.id. Das Ganze können wir mit diesen zwei Zeilen wieder speichern. Die füge ich jetzt hier unten einfach wieder ein. Damit wird das Ganze gespeichert und damit wird unser Cursor wieder beendet. Hiermit haben wir jetzt unsere Grundstruktur schon mal fertig. Damit können wir dem User jetzt bestimmte XP hinzufügen. In dem nächsten Video zeige ich euch noch, wie ihr dann überprüfen könnt, wann ihr ein Level aufgestiegen ist und wie ihr ein Command machen könnt, mit dem ihr das Level abrufen könnt. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Tutorial etwas mitnehmen. Lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, kommt gerne auf den Discord-Server oder schreibt sie mir in die Kommentare.